Hallo liebe Grillfreunde, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in so einer schönen Serviergusspfanne, die normalerweise für Steaks oder so gedacht ist, euch richtig schöne Champignons machen könnt mit einer schönen Knoblauchsoße, wo ihr nicht 2 Stunden warten müsst, bis der Knoblauch eingezogen ist, sondern die eher mehr so die, sagen wir mal, die Fastfood-Variante davon ist. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt im Video. Jetzt kommen wir erstmal zu den Zutaten, angefangen mit der Knoblauchsoße. Damit die schnell geht, das ist natürlich blöd, wenn man die jetzt macht und macht die mit frischem Knoblauch, dann muss die ja 2 Stunden durchziehen. Wenn jetzt die Kumpels kommen oder was, dann dauert das ja immer so lange. Deshalb nimmt man hier einfach Knoblauchcreme. Kann man so kaufen, fertig. Dann normalen, milden Joghurt und ein paar frische Kräuter aus dem Garten. Ich habe jetzt hier, weiß ich, auf jeden Fall Schnittlauch und Petersilie. Dann Pfeffer und Salz zum Würzen und gerne auch mal etwas Limettensaft. So, die Champignons selber, da brauche ich nachher beim Braten, brauche ich Paprika und Currygewürz und auch wieder Salz und Pfeffer. Man braucht noch eine große Frühlingszwiebel oder 2 Schalotten oder so, damit man noch Wasser reinkriegt. Jetzt erstmal zu der Knoblauchsoße, schnelle Version. So, das Fett in der Gusspfanne auf dem Seitenbrenner ist jetzt heiß. Jetzt kommen als erstes die Champignons rein. Schön durchgegart. Jetzt werde ich erstmal die Knoblauchsoße drauf geben. Ich habe das, vielleicht brauchen wir nachher noch was für Brot zum Dippen. Ich habe leider jetzt keinen Toast, den habe ich vergessen. Falls sich jemand fragt, warum ich extra so eine kleine Mini-Pfanne auf so einem Brettchen habe, das ist, auch wenn Freunde da sind, dann kann man mal eben so ein paar Pilze hier nebenbei auf dem Seitenbrenner machen. Und natürlich habe ich auch einen Dutch Oven oder so, da kann man den Deckel ja auch als große Gusspfanne benutzen. Aber bei so einer kleinen hier und auf dem Seitenbrenner, der läuft ja eh nebenbei. Da kommt ja keiner an und sagt, ey, ich habe ja was mitgebracht für den Seitenbrenner. Habe ich noch nie gehört. Ihr könnt jetzt die ersten Salias sagen. Zu Pilzen. Oh, das schmeckt echt. Oh. Kirmes, Weihnachtsmarkt. Oh. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ach, nicht vergessen, wo ist das Ding? Wahrscheinlich hier irgendwo. Abonnieren und den ganzen anderen Krempel, ihr wisst Bescheid.